Militärische Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. 7000 Dinger. Einfach weil ich es cool finde. Ich kaufe mir jetzt das Impulsgewehr. Gucken wir mal, wie das Ding, ob es Spaß macht. Hallo? Luftkanister, auch noch. Na bitte. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Kontaminationssequenz aktiviert. Ganz schön laut. Ja, schön, dass jetzt erstmal nochmal dunkel wird. Das ist mal toll. Oh, die, da. Kontaminationssequenz beendet. Ja, vielen schön. Dank für Ihre Geduld. Ja. Super. So, er macht der Brett auf der Faust. Zentrifuge. Also diese Sounds, Alter. Das sieht ja nicht schön aus. Energieknopf. Yeah! Probieren wir mal. Dann laufen wir mal um die Zentrifuge herum. Scheiße. Oh, ist doch nicht gut, was da bestimmt passiert ist. Nicht schön. Schwerelosigkeit. So. Jetzt nehme ich wieder los mit dem Scheiß. Was war das? Nee, das war nicht das Richtige.
Oh. Generatormodul angebracht. Spurti, spurti, spurt. Jetzt mal gucken, ob hier noch was rumschwurzt. Was man so einpacken kann. Oho. Oh, Scheiße. Ja, da wird wohl gleich der Sauerstoffknopf werden. Okay. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Wo ist Harvey? Wo sind doch welche? Cursor doch. Ich höre sie doch. So, Stase, komm, gib ihm. Hau den Tank erstmal voll und dann wollen wir mal die Zentrifuge jetzt aktivieren. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Oh shit. Oh shit. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Oh! Oh, Schwein gehabt. Mist. Oh, da wird schon gehechelt, da wird schon gehechelt. Zieht durch, Junge! Ende des Vakuums. Knapp. Ganz knapp Kiste. Ganz knappe Kiste. Ah, so Dreck, Alter. Los. So ein widerlicher Scheiß, Alter. Ah. So, na denn. Das sieht nie gut aus. Wette ich doch, dass ich jetzt hier abgestresst werde durch 1000 verschiedene. Na, da siehst du doch schon kommen, ey. Alles klar. Und Quarantäne.
Jede sich öffnende Tür hört sich hier an wie totaler Krieg. Hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebracht haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Cool, 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 cool. Alles klar. Stop.